Captain ist am Steuer. Segel, los geht's! In die Wanden, Haupt! Mehr Segel, alle Segel! Eissegel an die Topsegel raffen! Und ihr zerschenkt euch an Landketten! Sieh, ein Wirbelwind, Sir! Raus aus dem Wind! Captain steuert. Thank you.
Captain ist am Ruder. Und Fahrt auf! Kein Gegner für unseren Captain. Sie bricht auseinander! Feuer! Dort ist sie verwundbar! Backbord! Er treibt Beute vorbei, Captain! Dunkler Himmel und raue See! Alle aus der großen Bergen! Raus aus dem Wind! Öffnen und trimmen! Männer! Alle Segel setzen, Jungs! Feuer! Auf Steuerbord! Überlebender hier, Master! Feuer! Da braut sich ein Unwetter zusammen. Kräft die Top- und Bramsegel! Mit Schmackes! Alle Segel, sie verträgt das! Männer, Rahmsegel einholen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie doch Feuer! Sie ein paar Treffer hier und sie bricht! Sind bereit, Sir! Ha! Das war's für die! Runter auf den Grund! Leesegel heißen! Los geht's! Alle Segel! Die kommen uns erschreckend nah! Sie am Entern!
Segel, los geht's! Miss! Der Winkel schlägt durch! Schrubb die Bilge! Warten sind bereit, Sir! Nehmt die Rad auf den Wind! Stoßen zusammen! So viel Segel, wie ihr könnt! Lehsegel einholen! Sie gehen gleich unter! Ein Wrack mehr! Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Bereit zu schießen! Ah! Ja! Zieht sie in die Hölle, Jungs! Hinter sie am Entern! Ah! Keiner der Luft setzt Fuß auf unsere Deck! Ah! Was fällt ein?
Backbord, Sir. Piratenjäger! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Alle außer Großbergen! Holt die Kreuzkopfsegel ein! Good morning, ladies all! Away you go, the bowler! Feuer! Feuer! Schießt dahin, Sir! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Kanonen in die Wanzen, alle Segel reffen! Segel setzen, Bewegung! Alle Segel reffen! Ich mach Heißfutter aus dir! Zieht sie in ihren Untergang! Ich dachte, ich bin, sieht's aus wie auf dem Schlachtfest. Bringt sie um und füttert mit ihnen die Haie! Den schnapp ich mir, Hübscher! Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Herr Segelmänner! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Halber Wind, Männer! Beruhigt sie! Captain, da hinten ist ein Wrack! Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatcher das Feuer! Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Das ist noch so ein Wrack, Captain. Schön wachsam, Mann. Mann, das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Weißt du es nicht? Oh doch, aye. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute.
Ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist. Wir sind alles keine Legenden. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Fänden wir das Observatorium, senden wir das Geld, um das Kindern zu kaufen. Dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauer. Das sind große Worte, Captain. Was willst du für deine Crew oder für die Seite? Ich will das Beste für die Männer haben. Wirklich. Aber das schlägt. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Da ist noch so ein Wrack, Captain. Das sieht nicht gut aus. Hi. Schön wachsam bleiben. Captain, Mann. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten noch zu finden sein. Das habe ich nicht. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Sagst du es nicht? Oh doch, nein. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Nur ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles keine Legenden. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Retten wir das Observatorium. Hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen, dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber siehst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das stimmt. Das lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Halte sie zurück!